Dieser See hat ein Geheimnis. Ein leuchtend oranges. Im Helenesee bei Frankfurt an der Oder können Laien zum U-Boot-Fahrer werden. Ohne Taucheranzug und Sauerstoffflasche geht es hinab in den Tagebausee. Wenn auch nur einer pro Tour. Denn im Mini-U-Boot Nemo 100 finden genau zwei Personen Platz. Und auch ohne Korallenriffe gibt es jede Menge zu entdecken. Die meisten Menschen haben im Fernsehen irgendwo schon die Südsee gesehen, haben Korallenriffe und bunte Fische gesehen, aber die allerwenigsten Menschen wissen, wie es in unseren deutschen Binnenseen eigentlich unter der Wasseroberfläche aussieht. Das ist eine grünliche Welt, die sieht ein bisschen mystisch aus. Nicht nur grünliche Schlingpflanzen und einheimische Fische sind zu beobachten. Auch scheinbar versunkene Objekte finden sich auf dem Grund des Sees. Sie wurden eigens in dem Tauchrevier platziert. Besondere Kenntnisse brauchen die Passagiere nicht, nur etwas Selbstüberwindung. Schließlich kann die Nemo bis zu 100 Meter tief tauchen. Deshalb ist der Sicherheitsaspekt den Betreibern sehr wichtig. Wir sorgen als erstes dafür, dass es immer wieder auftauchen kann. Dafür gibt es verschiedene Luftsysteme. Wenn die alle versagen, haben wir noch ein Abwurfgewicht. Und wenn alles versagt und man unter Wasser hängen bleibt, aus irgendeinem Grunde, dann kann man das U-Boot fluten und noch aussteigen. Da ist dann für jeden eine kleine Rettungseinrichtung, also ist wie eine kleine Tauchausrüstung an Bord. Ja, man wird nass dabei, das ist wohl wahrscheinlich die Hauptgefahr dabei dann. Pilot Thomas Breinig war selbst ein Jahr lang mit einem U-Boot durch die Weltmeere unterwegs. Seit 30 Jahren ist Tauchen seine Leidenschaft. Sein Mini-U-Boot entstand in viel Handarbeit in der U-Boot-Werft in Frankfurt-Oder. Aufgebaut ist es ähnlich wie die großen, mit Tauchtanks und Regelzellen. Das Gewicht dieses U-Boots beträgt 1,7 Tonnen leer. Das Abtauchgewicht ist ca. 2 Tonnen. Wird über Elektromotoren angetrieben. Hat die Möglichkeit, mit einer Pressluftladung ca. 20 Mal auf- und abzutauchen. Danach muss man Luft nachfüllen. Man kann mehrere Stunden unter Wasser bleiben. Ja, und die Geschwindigkeit liegt so ca. bei 5 Knoten. Genau wissen wir noch nicht, haben wir noch nicht genau messen können. In Zukunft soll das Mini-U-Boot aus Brandenburg auch andernorts zu Wasser gelassen werden. Interessenten aus wärmeren Gefilden gibt es bereits. Bis die Nemo 100 dort auftaucht, ergründet sie noch die grünliche Welt des Helenesees.